Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia Rise of the Sinistrals. Ich nenne es jetzt einfach immer weiterhin so, auch wenn es in Europa nur als Lufia erschien. Ja, wir waren stehen geblieben im Kerker des Schlosses von Lunaria, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir sind hier vorbeigegangen an einer zerstörbaren Mauer, die wir jetzt zerstören werden. Und schau an, Gegner. Wer hätte das erwartet? Ein Pferd, ein Knallpferd. Das überlebt nicht viel. Das überlebt ein bisschen, aber nicht viel. Ich habe bald schon wieder ein Level-Up mit Maxim. Ich frage mich manchmal echt, wann ist es ein Hinterhalt, wann ist es ein Präventivschlag und wann ist es einfach gar nichts. Ich dachte gerade, ich wäre von hinten in die Fledermaus reingelaufen. Aber ist okay. Alles klar, passt schon. Maxim greift die an, Tia die. Denn die ist jetzt immer noch nicht tot. Scheiße. Aber die dafür. Und die auch. Auch gut. Fumi wurde aufgestuft. Ja, richtig, genau. Die Kapselmonster leveln mit. Ich könnte mal schauen, ob ich jetzt was füttern kann. Eine Mütze. Habe ich nicht. Nicht wirklich. Ach, Fumi, was willst du denn für Dinge füttern? Das ist doch unschön. Das ist doch doof. Du bist doof, Fumi. Gehen wir erstmal oben lang. Hä? Tour. Eine Flucht. Als würde ich die noch irgendwann nutzen. Ich meine, irgendwann werde ich sie vielleicht benutzen, aber das wird noch eine Weile dauern. Und ich weiß nicht, ob das... Naja. Schaffst du eine Fledermaus-Tier? Schauen wir mal. Nein, schaffst du auch mit einem guten Treffer nicht. Gut. Aber Fumi schafft es. Ach ja. Fledermaus. Sogar ein Paar. Da kommt mal ein Bomber. Und ein Funke. Oh, das war nicht schlecht hier. Nicht schlecht. 35 Damage, das ist gar nicht wenig. Oh, ein erstes Rätselchen. Wenn gleiche Farben sich verbinden, werden sie verschwinden. Gut, dass der neue Part gerade erst angefangen hat. Dieses Rätsel ist nicht allzu einfach. Ich muss es so managen, dass auf jeden Fall die blauen sich zu durch eins Also bei den gelben kann ich auch zweimal löschen. Zweimal auslöschen, denn die gelben sind 6 Stück da. Mal sehen. Wie mache ich das am dümmsten? Ich mach erstmal diesen hier, dann diesen. Dann schiebe ich den gelben von hier unten. Das war dumm. Obwohl, nö, geht auch so. Die roten muss ich ja auch alle auf einmal. Ich hoffe mal. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich muss es probieren. So. Nein, das ist doof. Das ist ganz doof. Ach Mensch, wie mache ich das denn? Leute, sagt mal. Ich glaube, ich habe es schon verbockt. Den kann man so... Also an die Ecken kann ich ranschieben. Ich darf ihn nur nicht reinschieben. Kann ich das noch so hinbiegen?
Ich fürchte fast nicht. Doch, kann ich. Prima. Das kann ich noch biegen. Das kann ich noch schaffen. Oder? Nicht? Jungs, bitte sagt mir, dass ich das schaffen kann. Nee, kann ich nicht. Oh Gott, ich habe mich verballert, aber sowas von. Gut, dafür wird wahrscheinlich der Rest des Parts draufgehen. Ich lasse das Rätselchen mal so mit drinne. Wenn ich feststellen sollte, dass diese Rätselpassagen zu viel einnehmen, muss ich es halt notgedrungenermaßen lassen. Oh Jungs, wie mache ich das denn? Also sobald ich da was dran schiebe, ist Sense. Ich habe zumindest eine Idee. Dazu muss ich erstmal... Nein, das war die falsche. Also, ich muss die roten völlig erstmal separieren. Das kann ich schaffen, indem ich das schon mal nicht so mache, sondern so. Mir dann den hier nach oben hin rausschiebe. Und den gelben hier rein. Dann kann ich mir den roten noch nach oben schieben. Den blauen da weg. Ja, so geht's. Einfach alles schön. Nein, dumm! Also nochmal von vorne. Den dahin. Rot weg. Rot weg. Rot weg. Jetzt aufpassen, dass ich nirgends in die falsche Richtung schiebe. Das könnte böse sein. So sieht das doch schon schöner aus. Und dann schiebe ich dich daran. Dich daran. Und dich daran. Hat doch gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Ein Büffel. Oh nein! Überraschungsangriff. Warum? Oh, der heißt ja sogar wirklich Büffel. Ups. Ein Leinenhelm. Den kriegt doch gleich einer, ausgerüstet. Falscher Knopf. Und ich gehe davon aus, dass Maxim den... Oh, ja. Oh, nee. Ja, ne? Nein, den werde ich noch nicht ausrüsten. Gut, ja, explodier ruhig. Das war jetzt einfach nur ein Büffel. Cool. Ein Mantel! Den kann ich doch auch verwenden. Mit Sicherheit. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Maxine den gescheit anlegen kann. Nee, aber sie. Ja, das ist doch schon okay. Ihr Angriff lässt echt zu wünschen übrig. Aber der Magieangriff ist ganz gut. Das muss reichen. Gut. Weiter im Text. Nicht trödeln. Aber hier unten muss doch noch was sein, außer dem Büffel. Ja, natürlich. Ich verkack's natürlich. Weil ich doof bin und so. Hey, der Büffel ist wieder da. Drei Büffel sind wieder da. Eieieiei.
Ja, hallo Funke. Ist natürlich unschön, wenn drei Büffel da stehen. Aber in der nächsten Runde dürften die drauf gehen. Wenn sie mich jetzt nicht umbringen. Also der in der Mitte geht... Ja, okay. Ich hatte mehr erwartet, ehrlich gesagt. Gut, die Büffel gehen drauf, habe ich gehört. Dann, dann, dann. Ups. Funke auf alle. Ich habe vergessen, dass L und R auch auf alle geht dann. Tom. Und da sind sie schon down. Allesamt. Und noch ein Leinenhelm. Sah denn nicht eben anders aus? Egal. Maxim wurde aufgestuft. Jawohl, ja. Bam, 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 bam. Und so. Ach Gott. Oh ja. Oh ja. Nein. Ich sehe den Raum und verfluche ihn jetzt schon. Dieser Teleporter teleportiert mich, je nachdem, auf welchem Schalter der Krug steht, irgendwo anders hin. In vier verschiedene Räume wirst du gelangen. So, sind dir die Positionen der Schalter wohlgesonnen. Ich weiß gerade nicht mehr so ganz, wo es hier hinging. Ah, okay. Ja, den schiebe ich zuerst mal darüber. Wenn ich einfach so reingehe, lande ich wieder hier. Gut. Dann gehe ich einfach alle vier Räume ab. Und du willst mich verarschen. Oder? Wolltest du mich verarschen? Egal. Und Tia wurde aufgestuft. Und da ist ein Lichtmesser. Das werde ich doch ausrüsten. Ich muss auch auf die Zeit achten. Die ist nämlich gleich auch schon wieder durch. Das ist doch doof. Mal sehen. Lichtmesser. 84. Rein damit. Kann sie vielleicht das Lichtmesser ausrüsten? Das kann sie auch ausrüsten. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Vorerst. Nö, macht's nicht. Ich kaufe ihr einfach eine andere Waffe. Ich mag sie nicht. Sie kriegt das Lichtmesser nicht. So, und wieder zurück. Und, Krug nach da. Oh, ganz viele Schweinchens. Was seid ihr? Kobolde. Ihr seid Kobolde. Kobolde. Töten. Und Maxim macht doch jetzt schon ganz nett Damage. Wollt ihr nicht sterben, ihr Viecher? Nee, aber ihr wollt flüchten. Alles klar. Ihr wollt nicht sterben, oder? Alter, was halten die Dinger denn aus? Ordentlich. Und noch dazu... Ach ja, Fumi, machst du toll. Noch dazu wehren sie dauernd ab. Ach, Quatsch. Nicht wehren sie ab. Hauen sie auch ganz ordentlich rein. Heil dich mal bitte, Tia. Danke. Jetzt geht er drauf. Und der auch? Nee, natürlich nicht. Ja. Ich würde mal sagen, der Kampf ist ordentlich. Also die Viecher sind ordentlich. Und damit mache ich dann wohl für heute erstmal Schluss. Denn ich habe keinen Bock, dass die mich jetzt noch ownen. Also denn, tschö, tschö, safe state.